Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 2. Ich bin Nuviel und wir waren hier stehen geblieben. Hier, bei diesem Aufzug. Es ist schon eine ganze Weile her. Deshalb, ich habe keine Ahnung. Wir haben, okay, also gestorben sind wir nicht. Wir haben zumindest noch unsere Seelen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo es hier uns hier runterführt. Oder, oh, da lang. Okay. Vorsicht vor unten. Ach, wirklich. Vielen Dank dafür. Okay, hier geht's rein. Ich gucke aber trotzdem weiter. Immer schön da oben. Immer schön nach oben gucken, weil man weiß ja nie. Hat's gesagt, Stille wird benötigt? Hä? Oh. Ja, okay. So. Oh, nein. Das war nicht die Tür. Okay, wir haben ein neues Gebiet betreten. Nein, Bonfire, sehr schön. So, wir setzen uns mal hin. So. Gott, Lebenssteine lassen wir mal angelegt und... So. What the hell is this shit? So. Okay, dieser Raum sieht schon verdächtig nach. Ich beschwöre gleich irgendeine Scheiße und mach dich kaputt. Aber das waren doch die Gräber, die wir das ganze Anfang gesehen haben. Vor dem Eingang. Kann man hier irgendwas tun? Nee. Okay. Dann laufen wir mal weiter. Hier ist ein Hebel. Ein Hebel. Der steht schon schön mittig, damit wir ihn jetzt... Oh Gott, das war nur ein Phantom. Damit wir schön ziehen können. Ich lasse das mal erstmal. Nicht, dass hier irgendeine abartige Scheiße kommt. Deswegen gucken wir uns erstmal hier oben. Was haben wir denn hier? Ah, ich wette, wenn ich den Hebel ziehe, werden die Türen hier aufgemacht. Und zwar alle. Hier geht's rein. Nämlich zwei Ritter. Drei. Vier! Oh nein! Was haben wir denn hier? Das ist ein Salamander, oder? Ja, nicht blutklare Nachricht. Der wird doch bestimmt lebendig. So, ich ziehe mal noch nicht an den Hebel. Das werden wir gleich tun. Laufen wir hier lang. Okay, dann ziehe ich doch am Hebel. So, weil hier geht's runter. Checken wir mal aus hier. Ich bin ziemlich sicher, dass die Türen da jetzt alle... Ja, sag ich doch. Und jetzt kommen alle... Ah, wie cool. Okay, der Salamander pustet sie alle weg von vornherein. Alter Schwede. No, no, no. Wecke, Alter. Oh Gott. Okay, Leute. Oh, wow. Schneller ein. Bitte, nimm doch schneller. Oh mein Gott, ja, okay. Ja, das war wohl nichts. Oh, dass dieses scheiß Ding. Oh, wie langsam das diese Steine und die Tränke nimmt. Ist ja Wahnsinn. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist. Oh. Gut, fängt schon mal gut an wieder. So lange nicht gespielt, aber okay, das war vorauszuschauen. Ah! Ja, doch, hier war richtig. So. Immer erstmal schreien und meckern. Müssen wir den Hebel jetzt wieder ziehen? Nein, jetzt, wir müssen den jedes Mal ziehen, okay. So, dieses scheiß Vieh soll mal ein bisschen schneller die Kacke hier tot machen. Nein! Ja, springt doch alle auf mich drauf. Wer ist denn damit? Nimm schneller. Weg! Oh Gott. Wie es mich schon wieder ein wenig stresst. Und ich einfach nicht treffe. Kitty geht zurück. Sind die Türen wieder zu? Nee. Nur die vorne ist zu... Okay, die anderen sind offen.
So. Hast du nicht kommen sehen? Okay. Müssen wir denn hier durch? Was ist das denn? Stand der vorhin auch schon da? Hallo? Nun gut. Gut, hier waren die Gegner drin. Irgendwo war... Hier ist ein... Genau, hier war das Item. Eine große... Nee, 7 große Titanitschirme. Herzlichen Glückwunsch dafür. Wie sie sehen... Ich weiß nicht, ob man... Ich glaube nicht, dass man hier, wenn man die, das Ding gezogen hat, hier... Kann man das kaputt schießen? That's the question. Ich probiere es mal. Kann ich nochmal einen Hebel ziehen? Ah nee, kann ich eh nicht. Okay, dann hat sich meine Frage erübrigt. Gut, dann geht's hier runter. Und wir kommen nie wieder zurück. So. Oh, ein Zauberscheißdreck und alle haben uns gesehen. Weg! Haben wir denn... Okay, genug Pfeile haben wir. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts und deshalb sehen Sie gleich. So. Wir vergiften den Arsch da oben mal. Hallo? Ist nicht vergiftet. Was ist los hier? Ist er immer noch nicht vergiftet, was? Ich schieße doch mit den... Ja, ich schieße mit den richtigen Pfeilen auf jeden Fall. Okay, jetzt ist er. Oh, ein, zwei. Das sind noch jede Menge Fuzis. Kann ich die... Oder kommen die alle auf einmal, wenn ich den abknalle? Nee. Oh, wie lange die brauchen zu vergiften, ey. Nein! Oh, jetzt. Schön da reingelaufen ist. So. Kleine orangene Blüte. Ist dann nur noch einer? Ich sehe es nicht ganz. Ist nur noch einer, oder? Steht hier um der Ecke bestimmt auch noch einer, oder? Bei meinem Glück steht um die Ecke auch noch einer. So, wir schießen den aber erstmal ab. Ja, die mit den Äxten finde ich schon ein wenig schlimmer als die mit den Schwertern, weil wenn die Äxte treffen, dann treffen sie richtig. Oh, geht's hier auch lang? Nee. Ah. So. Ne, hier geht's doch nicht lang. Okay, da oben. Komm hier hoch. Kann ich das Item nehmen von hier? Natürlich nicht, ne? Ich muss da erstmal hochlatschen. Und dazu muss ich durch... Ah, er ist böse! Okay, der Vollspinner ist ein Arsch. Schneller, 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 vergifte ihn, den Volldeppen. Oh! Was? Jetzt geh doch weg! Alter, ich hänge. Da, 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 da. Oh Gott, ich. Wir nehmen erstmal zwei solche voll. Ja, Blitzel woanders rum, ey. Okay, er lebt noch. So, jetzt nicht mehr. Oh Gott, der. Ja, das ist ja voll schrecklich. Wenn es keine Finstergeister sind, ey. Wer auch immer er war. Er hat's verdient. So, hier geht's wieder runter. Aber wie wollen wir denn das Item hier bekommen? Kann ich hier hochspringen? Wahrscheinlich nicht. Nee, so hoch kommen wir gar nicht. Okay. Dann geht's weiter hier runter. In den Abgrund. Vision von Schützenposition links. Was? Ah! Ah. Kann ich... Den erwische ich natürlich... Alles klar, da hinten. Seht ihr dies? Den machen wir als... Oh. Ah ne, die kann man nicht vergiften, oder? Das war doch so ein Volldipp, den man nicht vergiften kann. Aber den kann ich vergiften. Hallo? Beweg dich doch! Oh!
da hinten? Die kann ich aber nicht vergiften. Die konnte man ja nicht vergiften, ich glaube. Erwische ich den hier? Nee, der. Nee, leider nicht. Habe ich irgendwas anderes? Ja, eine schwarze Feuerbombe habe ich noch. Bringt das irgendwas? Kann ich das so in die Richtung werfen? Werfen! Alles klar. Okay. Also der wirft genauso wie ich im echten Leben. Nämlich, ich treffe nämlich auch gar nichts. Kann ich... Habe ich noch einen Köderschädel? Nee. Habe ich noch einen Köderschädel? Ja, 9 Stück. Jetzt checke ich mal aus, ob ich den rufen kann. Und zwar genau hier hin. Okay, sehr episch. Ich will nicht. Kommt er zu mir? Oh nein, er trifft mich. Okay, egal. Was soll ich tun? Der beschießt mich. Okay, ich muss irgendwas... Okay. Oh mein Gott, ich bin völlig überfordert. So, ich... Oh Gott, ey. Ich weiß nicht, ob ich den vergiften kann, diesen voll blöd Arsch da hinten. Oh Gott. Das war ein Hauch von... Ja, okay, er hat... Ich trinke. Aber ich kann den nicht vergiften. Wieso kann ich den nicht vergiften? Aber den anderen kann ich vergiften, gell? Je weniger Fuzis, desto besser ist es für uns. Oh nein, bitte schneller! Nein, 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 nein. Oh Gott, im Himmel! Ich sterbe jetzt. Ich werde jetzt... Ja, ich sag's auch. Ich werde sterben. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Oh! Kann doch nicht wahr sein. Es kann und darf doch nicht wahr sein. So, weil es so schön war, nehmen wir jetzt eine Möglichkeit. So. Oh, diese ganze Scheiß nochmal. Wieso kann ich diesen komischen Arsch nicht vergiften? Oh, das Leben wäre viel einfacher, wenn man die vergiften könnte. So, war das hier? Ja. Oh, hier kann man Leute rufen. Lori Stahlwill und wen haben wir hier? Wandernder Schwertkämpfer Eidel. Alles klar. Okay, den Hebel brauchen wir jetzt nicht nochmal ziehen. Da waren wir ja schon. So, jetzt gehen wir gleich hier runter. Und da hinten war ja diese Troller. Da ist sie. Nein, er kommt! Warum kommt er? Warum hört er mich? Warum sieht er mich? Bitte. Was ist denn los mit dir? So, das haben wir schon mal erledigt. Sehr schön. Ja. Das ist schon mal richtig. Wo ist sie? Da. Sie ist immer noch nicht vergiftet. Und er hat natürlich getroffen. So. Oh mein Gott, warum nur? Okay, die ist tot. So, den... Der stirbt jetzt gleich auch. Was ist denn nur los? Ha! Ein Schlingel. So, aber der Raum jetzt, der vor uns liegt, wird jetzt echt episch, wie wir den schaffen. Also, was heißt wir? In dem Fall ich. Und ich werde zu 1000% dabei losen. Weil das ist schon vorprogrammiert bei mir. Einfach zu sterben. So. Ah, da ist er schon! Ah, ah! Oh Gott! Oh! Ja, er rollt sich weg. Okay, alles klar. Was ist los mit ihm? Was? Dieser Fritzel
Oh, na, natürlich, triff mich doch. Wie wär's denn damit? Nein, ich wollte doch kein Estes nehmen. Mein Gott. Alter, diese Blitze, ey. Was ist denn hier nur los? Ah, okay, der Blitz, der prallt ab, ey. Oh, nee, der lenkt. Was? Das ist ja mega scheiße. Stopp. Okay, jetzt dachte ich, irgendwie war es gerade ganz komisch. Irgendwie hatte ich gerade eine langsame Rolle gemacht. Hatte ich das Gefühl. Nun gut. Toll, unsere Seelen liegen jetzt da unten, richtig? Ja, natürlich. Wie auch nicht anders. Oh, natürlich. Oh Gott, natürlich. Ich sag hier andauernd, natürlich. So, komm, Baby. Komm runter. Komm. Oh, ich kann Ausdauer wieder mal wieder. Ist er immer noch nicht vergiftet, oder was ist das denn hier? Jetzt. Also Gift zieht ja hier echt. Dauert ja ewig, bis ich die vergifte. Okay, stopp. Den konnte ich ja nicht vergiften. Aber hier war doch noch so ein elender Arsch. Irgendwo da hinten oben. Alles klar. So, Ich probiere ihn zu treffen. Okay, wir machen 13 elenden Schaden. Ich kann mir den echt nicht vergiften. Das kann doch nicht wahr sein. Wie lange dauert es, bis dieses Gift tickt? 1, 2, 3, 4, 5. Nein, schwimmt doch nicht weg! Oh Mann. Können wir den? Okay. Können wir den nicht irgendwie anlocken? Okay, ja, der dreht sich nur einmal um. Alles klar. Naja. Wenn ich jetzt hier runterspringe, ist unser Schicksal wieder besiegelt. Da! Ich sehe sie doch. Okay, ohne runterzufallen. Nein, du Volldepp. Okay. Alles klar. Ja, es ist wieder eine äußerst hochspannende Folge, wie ich finde. Oh boy. Ey, ich habe doch gerade getroffen. Was ist denn los hier? Hier, auf den Arm. Der watschelt da oben lang. Und der watschelt weg. Alles klar. Ah! Ah! Warum ist der so anstrengend? Warum ist der Zauberer-Fuzzi? Alter, wenn ich jetzt hier runterspringe, dann... Ja, hör auf zu schweben. Wie wär's denn damit? Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ist er vergiftet? Nee, ich dachte jetzt schon, er wäre vergiftet. Aber nein, natürlich nicht. Wenn ich jetzt hier runterspringe, kommen die alle an. Ich sag's. Okay, ich springe ganz gekonnt runter. Oh, natürlich. Komm, nimm die. Scheiße. So, jetzt. Oh, was ist denn los mit ihm? Wenn ich jetzt... Oh, ich... Okay, er kommt. Egal, ich renne. Okay, okay, okay. Stopp, stopp. In the name. Oh, warum bin ich so langsam? Warum bin ich so langsam? Ich sehe dir, ich wusste es. Ich rolle langsam. Warum rolle ich... Ich bin verzaubert. Oh Gott.
Oh Gott, schnell runter! Bitte! Nimm eine! Nimm, 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 nimm! Oh mein Gott, was ist denn hier? Okay, ich werde so... Oh nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, ich... Oh Gott! Okay, unsere Seelen sind verloren. Oh nein! Dieser Zauber, der hat irgendwas gemacht, damit ich total langsam laufe. Ich muss die irgendwie anders kaputt kriegen. Ich muss die wirklich aus der Ferne irgendwie kaputt hauen. Ich weiß nicht. Oh, da war eine Nebelwand. Das heißt, da ist doch bestimmt was. Gibt es hier keine Abkürzung außer diese behinderte Scheiße hier? Never. Das wäre ja mega ätzend. Oh, ich wette mit euch, dass in der Nebelwand da muss ein Boss sein. Das ist so vorprogrammiert, dass das nur ein Boss sein kann. Oh nein, ich... Nun gut, wir werden uns jetzt hier weiter vorne kämpfen. Ah! Ja, völlig vergessen. Ja, komm her. Du Nase. Alles klar. Okay, wir haben nicht mehr so viele Giftpfeile. Alter. Was ist das für ein Kackgebiet? Das regt mich gerade auf. Das ist ja mega ätzend. Alles klar, und er trifft. So. So, Skelett Nummer 1. Was, der ging daneben? Durch die Arme durch, oder was? Okay, egal. Okay, wir müssen... Da war ja noch dieser scheiß Zauberer. Da kommt er! Oh mein Gott, er kommt schon an. Alter, was ist nur los? Wieso riecht er uns? Das ist doch nicht zu fassen. Ist er vergiftet? Ja. Und natürlich trifft er. Warum auch nicht? Ja! Lass mich in Ruhe. Du Elender. Spast. Da, er verzaubert wieder. Ja, jetzt sind wir wieder total langsam. So, wie lange hält denn das an? Seht ihr, jetzt können wir nur langsam uns abrollen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wie lang... Okay, jetzt ist weg. Okay, den machen wir auch super kaputt. So, wie viele Gegner auch da stehen müssen. Ohne Scheiß. Was soll das? Und es gibt aber auch keine elende Abkürzung irgendwie. Was ist denn das hier? So, jetzt. Du wirst vergiftet. Bitte, bitte, bitte. Das wäre jetzt krass, wenn er mich jetzt getroffen hätte. Er ist immer noch nicht vergiftet. Was ist denn los mit ihm? Achso, er nimmt immer sein blödes Schild nach oben, ey. So. Wie soll ich diese Fuzis da kaputt schlagen? Wenn ich da jetzt runterspringe. Oh mein Gott, wir werden so drauf gehen. Ohne Witz. So. Und er hat uns gesehen, oder? Ja, natürlich hat er uns gesehen. Warum auch nicht anders? Oh, natürlich! Mein Gott, wo ist denn der Blödmann? Wenn ich diesen Arsch hier unten wenigstens vergiften könnte, das wäre super. Oh, ja, natürlich. Habe ich denn irgendwie noch andere Pfeile, die irgendwie mehr Schaden machen? Das wäre mal interessant zu wissen. Was haben wir denn hier? Feuerpfeile, Magiepfeile. Probier mal die Feuerpfeile aus, ob die irgendwas bringen. Wahrscheinlich nicht. Huch. Okay, alles klar.
So. Na komm. Hallo? Ich weiß. Die wissen immer, wenn ich was ausprobieren möchte, dann bleiben sie weg, natürlich. Und natürlich, ich treffe diese Scheißwand hier, oder was? Alles klar. Okay, das bringt gar nichts. Oh, was soll ich nur tun? Ey, dieser Zauberer. Wenn ich jetzt hier runtergehe... Ich habe so Angst, hier runterzugehen, Leute. Ich weiß nicht, wo der Zauberer hinwandert. Bitte schneller, bitte schneller. Nein, bitte! Nehmt diese Scheiße! Okay, okay, okay. Okay. Einen haben wir. Ich nehme nochmal. Oh Gott. Wie mir gerade die Pumpe geht, Leute. Das wisst ihr gar nicht, wie mir gerade die Düse geht. Komm. Jetzt ist die... Ich frage mich... Bringt diese Feuerpfeile gegenüber diesem... Alter, Mann. Bringt auch nicht. Oh, natürlich. Dieser Scheißarsch. Oh, was ist denn mit ihm? Wieso trifft er mit seinem blöden, dicken Pfeil, Alter? Was ist das denn? Eben so vom Fernkampf. Ich nehme mal sicherheitshalber. Jetzt komm. Also nicht zu weit raus, ey. Oh, natürlich. Oh, ich vergeude hier meinen ganzen Shit. So, ich will eine Abkürzung haben. Ohne Witz. Das wäre mega hässlich, wenn es hier jetzt kein irgendwie günstigeren Weg geben würde. Das wäre echt scheiße. So, die Hälfte haben wir eben schon runtergeschossen. Warum der so ätzend ist? Was ist das? Kann doch nicht wahr sein. Ja, wir machen das bis jetzt ganz gut. Aber das ist jetzt der Moment, wo ich alles verschreie und wir... Oh, 51.000 Seelen. Ich werde so kotzen. Oh, natürlich. Und ich kotze auch jetzt schon. Ey, wie viele Pfeile wir einfach an ihm vergeuden. So, da trifft er mich. Oh, natürlich. Und er geht. Oh, natürlich. Safety first. Gott. Und natürlich trifft er, was auch nicht anders sein soll. Komm, einen Schuss noch, bitte. Oh mein Gott, ey. So, wie viel Scheiße wir verbraucht haben. Ist ja geil. Ich wechsle wieder zu Giftpfeil. Zack. So, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir uns hier weiter durchkämpfen. Und ich hoffe, dass es hier irgendwo eine scheiß Abkürzung gibt, sonst raste ich hier aus. Und mit höchster Wahrscheinlichkeit werde ich all meine Seelen verlieren. Ich stelle mich schon mal drauf ein. Dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao!